Servus und hallo, wir sind's mal wieder, euer Heiko und euer Dave. Hi. Ja, endlich mal Sonne, da wäre Sonnenbrille nicht schlecht. Ich habe nämlich heute ein aufhellendes Glas drin, aber weil nämlich meine Sonnenbrille in der Arbeit liegt mal wieder, hat ja keiner damit gerechnet, dass so geiles Wetter ist. Hey, aber soll ich dir was sagen, Heiko, du hast es noch gut. Wieso? Ich war bei 3 Optikern, ich suche nämlich zurzeit auch eine neue Brille. Und wie ihr von den anderen Videos vielleicht wisst, bin ich Brillenträger, also ich habe Stärke, brauche Stärke. Minus 5 Dioptrien und Zylinder ist auch nochmal minus 2 irgendwas oder so. Also schon ziemliche Hausnummer. Und das ist halt echt so eine Schwierigkeit, eine gescheite Sportbrille zum Radfahren für Brillenträger zu finden. Das ist wirklich ja, eine Mammutaufgabe, sage ich mal. Ja, aber wo ist das Problem dann? Also das Problem ist, dass die Sportbrillen ja alle so voll gebogen sind. Aha. Damit der Wind abgewiesen wird und kein Wind halt zum Auge kommt. Ja. Das ist nämlich das nächste Problem. Ich bin extrem windempfindlich oder zugempfindlich. Da fangen meine Augen gleich an zu drehen. Und ja, das kann man halt mit Stärke nicht so leicht bauen. Die Gläser gibt es einfach nicht. Aber diese Sehschwäche hast du von Geburt an oder ist das mehr so Altersschwäche? Nee, die habe ich von Geburt an. Also jetzt komme ich dann wahrscheinlich irgendwann ins Alter, wo es eher wieder besser wird mit der Altersweitsicht, dass sich dann vielleicht ausgleicht. Naja, aber wie gesagt, bei 3 Optikern war ich. Und halten wir mal da vorne kurz an, dann kann ich euch die Problematik noch ein bisschen genauer erläutern und was zeigen. Ja, also meine Sache ist ja, dass ich jetzt seit 5 Jahren, also mit 45 ging das bei mir los, dass ich halt jetzt eben diese Alterssehschwäche, also ich sehe halt vor allem auf Kurzdistanz, so auf 80 cm, kriege ich die Linse nicht mehr scharf gestellt. Da habe ich wahrscheinlich sowieso überhaupt keine Chance, hier eine vernünftige Radbrille zu kriegen, weil auf weite Distanz sehe ich ja gut. Doch, es gibt sogar, also ein gescheiter Optiker, habe ich gestern erfahren, macht ja auch eine Radbrille mit Gleitsicht. Geht, aber halt dann auch mit den Einschränkungen, wie ich sie habe, zu denen ich dann gleich komme. Ja. Da bleiben wir hier mal stehen, oder? Ja, das ist gut. Gut. Ja. Die Jagdhunde unterwegs. Na, du, mit Beißen, ja. Hallo. Hey, du. Hi, hi. Jetzt sind wir voll im Flugverkehr, das ist vielleicht doch nicht so gut. Wieder starten. Ja, ich würde sagen, fahren wir noch ein Stück weiter. Ja, du? Weil ich glaube, da ist heute reger Betrieb. Ich glaube, das ist der 4. Start jetzt schon, seit wir hier sind. Fahren wir noch ein Stück weiter. Ja, fahren wir da vorne zur Crossstrecke oder so. Ja, pass auf. Ja, Dackel. Ach, schon cool. Ich würde auch gerne wieder einen Hund haben. Ja, auf jeden Fall, wo sind wir stehen geblieben? Also mit dem. Also wird schon auch für mich jetzt tatsächlich Brillen mit Dioptrien geben oder ja, so. Oder zumindest einen Einsatz oder keine Ahnung. Aber, und da sind wir auch beim Punkt, der mich nervt. Als Brillenträger bist du doppelt gestraft. Fahren wir zur Crossstrecke. Ja. Zur Crossstrecke, ja. Also nicht nur, dass das ein riesiger Aufwand ist, da überhaupt was zu finden. Nein, es wird auch richtig teuer. Also so eine normale Sportbrille zum Radeln, mein Gott, was kostet die 50 bis 100 Euro oder so. Wenn es was Gutes wird, vielleicht auch 150. Aber dann war es das. Und ich denke mal, ich werde wahrscheinlich dann wieder so im 4-stelligen Bereich landen bei der Lösung, die ich gerne hätte. Aber das, wie gesagt, schauen wir uns jetzt mal kurz genauer an. Ja, bleiben wir hier stehen. Ja, hier ist schön. Passt. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal meine aktuelle Brille ab und zeige euch, was ich jetzt im Moment habe und wo da das Problem liegt. Halt du am besten mit der Kamera drauf. Ich lege meine weg. Wie ihr seht, habe ich hier so einen Innenclip, den nutze ich jetzt seit 6 Jahren und mit Handschuhen doch kriege ich sogar raus. Wie man sieht, sind die Gläser einfach mittlerweile fertig. Dadurch, dass der natürlich näher am Gesicht liegt als die eigentliche Brille, also als die Sonnenbrille, kommt halt ewig viel Schweiß immer dran und das Ganze ist dann wie eine Säure und demzufolge sind die Gläser halt einfach mittlerweile nur noch hinüber. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, ich kaufe mir einfach einen neuen Innenclip dazu. Hm. Werde ich wahrscheinlich auch machen, damit ich die Brille selbst ist noch in Ordnung, dann kann ich den auch als Reserve nutzen. Das ist dann auch nicht so teuer.
Aber ich will eigentlich weg von dieser Lösung. Weil du hast ein echtes Problem, wenn du jetzt so wie jetzt anhältst, es ist kalt, es beschlägt dann nicht nur die eigentliche Sonnenbrille, sondern auch der Innenclip. Das heißt, man schaut dann immer durch zwei Scheiben durch. Und das ist halt nervig ohne Ende. Auch bei Regen, Nebel. Ich habe immer diese zwei Scheiben und dann quasi eine doppelte, doppelte Sichtbehinderung sozusagen. Okay, und da gibt es dann auch jetzt halt, welche Marke hast du gesagt bei, was war denn das? Also ich hatte erst gehofft, auf der Cycling World hat mich da jemand darauf hingewiesen, dass bei Glorify was gehen würde. Ja, Glorify, genau. Dann habe ich auch mal zufällig geschaut, es gibt in Neutraubling einen Optiker, der Optik Matt im Globus, da bin ich sowieso öfter mal unterwegs, ist Glorify Händler, habe gedacht, schaue ich da mal hin. Beim Netz findet man halt nicht wirklich viele Infos dazu, bis zu welcher Stärke das eigentlich funktioniert. Und da habe ich dann auch festgestellt, okay, es geht bis 2,5 Dioptrien oder sowas minus. Das heißt, geht nicht. Abgesehen davon, dass die da mega service-unorientiert waren und kundenunfreundlich, das muss ich echt mal sagen, weil ich dann gesagt habe, okay, hier, da hatten wir auch eine andere Marke da, der Bolle heißt die, oder vielleicht Bolle, spricht man es aus, keine Ahnung, ich nenne es Bolle. Ja, das sind eigentlich Sonnenbrillen, die aber halt auch so für einen sportlichen Einsatz verwendet werden können. Und ich meine, auch sowas würde ja vielleicht gehen, so als Tipp auch vielleicht für andere Leute, wenn halt hier der seitliche Bügel halt schön zu ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, müsste ich halt mal testen, ne? Ob die mir die mitgeben können. Das ist eigentlich bei Optikern ein relativ normaler Vorgang, dass man eine Brille auch mal zum Test mit nach Hause nehmen kann. Ach, der Dackel ist wieder da. Wieder Besuch. Der ist knuffig. Ne, du? Ja, du brauchst glaube ich auch eine Brille. Nee, und der Punkt war dann, die wollten mir halt die Brille nicht mitgeben. Da habe ich gesagt, hey, hier, das Gestell kostet 80 Euro, ich lasse euch die sogar als Pfand, da wo ist das Risiko für euch? Ne? Mhm. Also, nee, machen sie aus Prinzip nicht und die haben den schon mal verkratzt wiederbekommen und bla bla bla. Und dann bin ich aber trotzdem auch noch zu einer anderen großen Kette gegangen, zu, darf ich das sagen, Apollo. Okay, es gibt ja noch andere, also wie zum Beispiel, was gibt es noch, Filmon und so weiter, ja. Ist wurscht, ich meine, da habe ich zum Beispiel meine letzten vier normalen Brillen gekauft und die waren zumindest dann, waren freundlich und so weiter und gleich gesagt, nee, sowas haben sie nicht. Also sie haben auch nur welche mit Clips und die großen Sonnenbrillen mit einer krassen Rundung bieten sie nicht mehr an, weil die Nachfrage zu gering war. Ich meine, das ist wenigstens eine Aussage, damit kann er leben. Heute ist Dackel-Talk. Ja, stimmt schon. Alles für den Dackel, alles für den Club. Okay. Also. Ja, also das war dann halt auch nichts. Aber wie gesagt, die waren zumindest gleich so freundlich und ehrlich zu sagen, geht bei uns nicht. Und dann bin ich halt zum Optikermeister gegangen, der halt bei uns vor Ort schon lange präsent ist, wo ich auch früher schon öfter war, wo ich aber weiß, okay, preislich gesehen ist der halt dann schon andere Hausnummer. Aber mein Gott, dafür kriegt man da auch eine gescheite Beratung und Service. Und da war dann der Witz, dass mittlerweile ist auch der Sohn stärker involviert und der hat früher auch Rennen gefahren. Also habe ich dann sogar tatsächlich mal recherchiert, das stimmt, über den VCR. Und kennt es ja dementsprechend auch aus und dann lebt das Ganze dann noch ein bisschen und wollte mir dann auch wirklich helfen. Und ja, nach so viel Gelaber kommen wir jetzt dann eigentlich zu dem, was er mir vorgeschlagen hat. Die Quintessenz brauchen wir jetzt noch. Ja, die Quintessenz ist, er hat jetzt, die Brillen sind ganz neu, die hat er auf irgendeiner Messe irgendwie dann kennengelernt, ist von Rudy Project, heißt die Firma. Ja. Alteingesessene Firma. Ja, und die haben jetzt eine Brille, die heißt Ride On, die hat er da gehabt, aber noch eine zweite, die Sirius, die hat er nicht da gehabt, die bestellt er jetzt noch. Mhm. Und wenn er die da hat, hole ich mir drei Modelle, einmal die Ride On normal, Ride On schmal, also wie heißt dann irgendwie, weiß nicht, Slim, glaube ich, genau. Und die Sirius und die kann ich dann auch mitnehmen nach Hause mal zum Testen. Und okay, super. Die dann am besten taugt, die werde ich dann nehmen. Mhm. Und da vielleicht kurz müsste ich dir mal quasi, ich weiß nicht, ob du deine Brille mal abnehmen kannst. Ja, jetzt kann ich bei meiner halt schlecht zeigen, weil die... Das Gestell oder das, was? Ich lege meine Kamera wieder weg. Bei dieser Ride-On, da läuft es ähnlich wie bei hier so einer normalen Brille. Du kannst dann quasi das Glas rausnehmen und dann kommt halt so ein komplettes Glas mit einer eigenen Einfassung. Also es hat eine Einfassung mit Stärke rein. Ah, okay. Also du hast dann ja praktisch hinten nochmal Glas, sondern dann ist es schon in der ersten Optik quasi drin. Es sieht aber, sag ich mal, nicht wirklich toll aus. Muss ich offen dazu sagen, aber die Optik ist mir egal. Es muss funktionieren, weil du halt diesen doppelten Rahmen dann hast. Ja. Und bei der Sirius ist aber wohl auch das nicht der Fall. Also da ist dann
wohl tatsächlich so, dass dann auch das relativ rahmenlos ausschaut, weil es mit irgendwie so einer Schnur dann oder was gehalten wird. Mhm. Und ich bin gespannt, also da kann ja vielleicht nochmal ein Update raushauen. Ja. Hier deine Brille wieder. Weil es ist halt, wie gesagt, nochmal echt schwer als Brillenträger da was Passendes zu finden, wenn man von dieser Clip-Lösung weg will. Trotzdem eine radvertaugliche Brille möchte und halt relativ viel Stärke hat. Aber wie, wo liegen wir da preislich dann, wenn man sich sowas anschafft? Ja, also die Gläser sind dann wohl bei 310 Euro. Die Gläser? Die Gläser, und die, ja. Brille? Und die Brille, weiß nicht, 150 oder so. Ja, aber und, also 500, 500, 600. Ja, aber ich werde wahrscheinlich, das ist der Basispreis bei den Gläsern, ich werde wahrscheinlich dann ja schon irgendwie, entweder, das ist wieder der nächste Punkt, ich bräuchte eigentlich ein Sonnenbrillenglas, also ein getöntes. Oder halt, und eins ohne Tönung für Nacht, Dämmerung und so weiter. Hm. Oder halt so die eins, was sich anpasst über das UV-Licht, ja, okay. Was dann wieder teurer ist und so weiter. Also ja, und ich weiß aber nicht, ob das mit der Anpassung wirklich so gut funktioniert. Das möchte ich auch nochmal testen. Ja. Und das kannst du ja dann jetzt ausprobieren, also dass die das jetzt da so machen, ist ja cool. Aber auf jeden Fall so zusammenfassend, was sagst du jetzt generell unseren Zuschauern, wenn die das gleiche Problem haben? Oder also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man sich da was Vernünftiges anschaffen kann. Man muss es halt probieren und oder halt wirklich schauen. Also es geht nicht, dass man jetzt sagt, ich gehe jetzt zum nächsten Optiker und hole mir eine Sportbrille, wenn ich irgendwie eine Sehschwäche habe. Ja, man muss halt wirklich gucken, dass man einen Optiker findet, der sich mit sowas auskennt. Mhm. Das ist, denke ich mal, die Quintessenz, die ich jetzt daraus ziehen kann. Okay. Also so gerade so größere Filialen, die haben vielleicht so ein bisschen Standardware oder sowas. Das kann dann vielleicht auch passen, aber wenn man halt dann jetzt diesen Anspruch hat oder diesen Leistungskatalog wie ich, ja, dann ist es halt schon gut, wenn der Optiker Ahnung davon hat, vielleicht eben selber auch Radsportler ist. Oder zumindest halt einfach ja, sich mit Sportbrillen auskennt. Das wäre gleich schon eine Quintessenz. Ja, also das waren jetzt mal so meine Erfahrungen auf der Suche nach einer Brille oder Sportbrille fürs Radeln mit Stärke. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Erfahrungen als Brillenträger, schreibt es uns gern unten in die Kommentare. Bin ich neugierig drauf und gespannt zu lesen, wie ihr das so löst. Genau, in diesem Zusammenhang sagen wir mal wieder ja, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Heiko und euer Dave.